Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der aktuellen Goodie Box im März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses wunderschöne lila Teil reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box ist eine Box aus Dänemark, die monatlich erscheint und 19,95 € pro Box und pro Monat kostet. Wir haben hier von der Art und Weise her immer dieses Schubladendesign, was man auch super danach her ausbauen kann zu einem Aufbewahrungssystem zum Beispiel. Habe ich nämlich auch gemacht, finde ich total klasse. Dieses Mal haben wir sogar von außen ein lila Design und von innen haben wir hier diese Schublade und wir haben hier Beauty-Produkte drin enthalten. Mindestens 5 müssten es sein monatlich und wir haben hier fast ausschließlich Pflege und fast ausschließlich Full-Size mit drin enthalten. Selten ist hier auch mal eine Luxusprobengröße, sage ich mal, mit enthalten, aber weitestgehend sprechen wir hier wirklich von Full Sizes und es ist auch immer eine schwere Angelegenheit. Das Ganze kommt echt immer schön verpackt daher. Es ist eine sehr emotionale Geschichte für mich immer wieder, weil das Ganze uns auch immer wieder an diese Selbstliebe-Geschichte heranführen möchte, was für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt ist. Es wird weitestgehend auf Verpackungsmaterial verzichtet, sodass das Ganze dann immer wirklich nur in diesem Butterbrotpapier eingepackt ist. Aber wir gucken jetzt erstmal, was das Motto ist, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben und so, ne? Und wir haben The Spring Fling Box. Ja, der Frühling ist da, man sieht's, dass die Sonne hier auch schön reinscheint. Man sieht, dass ich auch etwas leichter bekleidet bin, ne? Ich habe einfach nur so ein T-Shirt an und das ist super entspannt. Und wir gucken einfach mal, ja, worum es so geht, ne? Finde ich ganz schön. Achso, als Leaflet oder wenn wir halt quasi die Produkte uns anschauen möchten, können wir den QR-Code scannen. Das werde ich auch im Nachhinein machen, um da einfach nochmal die Produktpreise zum Beispiel herauszufinden. Ne? Es ist offiziell, der Frühling ist da. Alles beginnt langsam zu blühen, die Sonne küsst unsere Wangen mit etwas mehr Wärme und wir fangen an, mehr nach draußen zu gehen. Safe. Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um sich ein bisschen zurechtzumachen und einen kleinen Frühlingsflirt zu starten. Ich hoffe, mein Freund würde auf diesen Frühlingsflirt von mir eingehen. Ich denke aber mal. Warum also nicht etwas von dieser sprudelnden Energie nutzen, um dich selbst zu verführen? Schließlich ist ein Flirt eine kurze Zeit, die man mit angenehmen und aufregenden Dingen verbindet. Klingt für uns nach einer wunderbaren Me-Time. Oha, kann man doppeldeutig verstehen, ihr Süßen. Also tauche ein in diese magische lila Box voller Goodies, packe sie in aller Ruhe aus, zünde vielleicht eine Kerze an, mach dir eine Tasse Kräutertee und mach es dir gemütlich, bevor du loslegst. Du weißt, was du magst, also nutze es, um mit der einzigartigen Person zu flirten, die du im Spiegel siehst. Mit dir. Alles Liebe, dein Team Goodiebox. Ja, ist ganz süß geschrieben, definitiv. Also sollen wir flirten. Ja, mit uns selbst. Ist auch mal eine ganz schöne Aufforderung und das würde das Thema Selbstliebe wirklich sehr forcieren. Und ich mache jetzt hier einfach mal den Lieben los. Raschel, Kapaschel. Ja, wir sehen hauptsächlich Pflege. Und das hier ist der Blick in die Box. Genau. Als allererstes sehe ich eine bekannte Marke, aber ein Produkt, was wir noch nicht von dieser Marke hatten, glaube ich. Also ich jedenfalls noch nicht. Von Avant. Sackenteuer, das Moped wahrscheinlich. Und zwar ist das ein Walnut Copper, also Walnuss, Kupfer, Glycerin, was auch immer. Age Radiance Blue Volcanic Stone Purifying and Antioxidizing Cleansing Gel mit 50 ml. Also quasi eine Gesichtsreinigung. Also ich weiß ja nicht, was das kosten soll, ne? Aber ich glaube, wenn ich das verwende, ist das die teuerste Gesichtsreinigung, die ich in meinem ganzen Leben durchgeführt habe. Wow! Also, keine Ahnung, erfahrungsgemäß kosten diese kleinen Geschichten von Avant ja auch irgendwie 80 € oder keine Ahnung, so um den Dreh, ne? Wow, also die Cremes auf jeden Fall. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein mit, keine Ahnung, 50 € oder so. Aber ich finde es krass. Also das muss ich wirklich sagen. Sowas als Gesichtsreinigung ist halt etepetete. Wenn das jetzt nicht auch noch irgendwie super krasse Sachen mit meinem Gesicht macht, dann weiß ich es auch nicht. Aber gut, ne? Es ist schön. Deswegen mag ich das auch ganz gerne, dieses Auspackerlebnis von den Beautyboxen. Weil du hast da teilweise Produkte drin, die du dir im Leben nicht selber kaufen würdest, weil super teuer oder super ausgefallen, ne? Wow. Ja, finde ich witzig. Gehen wir zum nächsten Produkt. Ach, guck mal.
Das nächste sackenteure Produkt, was wir öfters mal in Boxen finden, Mundmaski. Da habe ich aktuell auch diese untere Augenmaske in Anwendung. Mache ich jeden Morgen drauf, wenn ich Zähne putze, ne? Ich glaube, das Ding kostet auch irgendwie so 49 Tacken. Super teuer. Und hier haben wir Vitamin A Booster Blue Clay Mask. Die hatte ich auch noch nicht. Die soll porenverfeinert sein, smoothing, also weichzeichnen, also firming, glättend, tightening, verengt, also die Poren verengen wahrscheinlich und Strahlkraft geben mit 60 Millilitern. Das kommt dann demnächst auch mal in die morgige Anwendung meiner Maskengeschichte rein. Und ja, wobei ich muss mal gucken, da ist halt Vitamin A mit drin, ne? Das ist halt diese natürliche Geschichte von Retinol, also hier Bakuchiol ist das. Und ja, das kann man dann einfach auf das Gesicht machen. Maximal 13 Minuten lässt man das drauf. Ja gut, ne, das mache ich halt immer während meiner Zahnputzgeschichte. Und ja, schauen wir mal, ne? Aber krass. Das wird halt auch so ein Highlight sein. Also geldtechnisch brauchen wir uns, glaube ich, echt nicht beschweren. Dann habe ich hier was Kleines mit dabei. Guess what? You'll be naked in a minute. Ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal irgendwo. Das ist ein Kaffee-Peeling und von Frank Body. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist tatsächlich, ja, so ein loses Peeling. Diese Popo hier drauf, total super. Ich weiß nicht, ob das Logo ist oder so, ne? Und ja, dienstags und freitags mache ich mir auch ein Körperpeeling und da kann ich mir auch vorstellen, ein Kaffeepeeling zu verwenden. Ein Kaffee duftet wundervoll und 20 Gramm, das reicht für eine Anwendung. Danach sieht die Dusche halt immer aus wie Sau. Aber da muss ich einmal mein Hausfrauendasein hinten anstellen und mich dann einfach nur auf das Erlebnis einlassen, ne? So, ich habe hier noch mehr drin. Also erstmal habe ich hier eine Mundmaske Giftcard für 40 Euro noch mit dabei. Das finde ich ja mal kurz krass. Mhm. Das ist echt heftig. Gut, du musst mindestens 75 Euro dort ausgeben. Also im Prinzip gibst du 35 Euro aus und bekommst den 40 Euro Gutschein. Da muss ich echt mal gucken, ob ich den behalte oder ob ich das mal verlose oder sowas, ne? Weil das ist ein individueller Rabattcode, der hier mit drin ist. Aber 40 Euro ist schon eine Ecke Geld, ne? Muss ich wirklich sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann habe ich hier Feel Fruit by Feel Free. Mhm. Orange Shower Gel mit Orangenextrakt. Okay. Ich mag nicht jedes Orangenduschgel, muss ich gestehen, weil manche, die riechen mir dann einfach zu zitrisch, ne? Hier haben wir 200 Milliliter drin enthalten. Ich halte mal kurz mein Näschen dran. Huch. Da rieche ich jetzt gar nichts raus, ne? Also wirklich gar nichts, gar nichts. Ganz leicht riecht es nach diesem Solero, heißt das Solero-Eis? Eigentlich finde ich das geil. Nee, dieses Twister-Eis, was man so hochschieben kann, was halt so gedreht ist, danach riecht das, was man auch in rosa bekommen hat. Also entweder pink oder orange, ne? Das werde ich mal verwenden. Das riecht eigentlich ganz gut. So für den Sommer kann ich mir das gut vorstellen. Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Ja, hier ist eine ganz trockene Luft aktuell. So, von Haute Couture Antonio Axu. Kenne ich nicht. Sea Salt Spray und das gibt Textur and Body for a Super Fresh Beach Look. Achso, das soll Körper und Textur geben für die Haare. Okay, 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Sowas verwende ich nicht. Also, ihr kennt meine Frisuren. Für mich ist das eine ultra krasse Frisur. Ne? Also da stecke ich wenig Arbeit und Zeit rein, deswegen wird das hier auf jeden Fall weiter wandern, was ich jetzt aber nicht weiter schlimm finde, ne? Genau, ja, so ein Seesalzspray passt auf jeden Fall zum Frühling-Sommer-Thema, aber halt nicht für mich persönlich. Aber das ist halt auch immer die Sache bei Beautyboxen, du hast halt eine Wundertüte, du weißt einfach nicht, was du bekommst und solange der Großteil der Produkte dich begeistert und du einfach das Gefühl hast, dass du für das, was du für die Box bezahlt hast, etwas Gleichwertiges mindestens, wenn nicht sogar noch mehr halt rausbekommst, lohnt sich die entsprechende Box für dich. Und mir persönlich gefällt die Box. Also ich habe hier schöne Produkte drin. Ich finde es geil, dass wir hier diese Maske mit dabei haben. Dieses Avant-Gesichtsgedöns finde ich ganz interessant. Das werde ich einfach mal ausprobieren und euch dazu eine Review geben im Aufgebraucht-Video. Kaffee-Peeling mag ich.
Orangenduschgel riecht wirklich gut, also finde ich gerade sehr überwältigend. Das Seesalzspray brauche ich jetzt nicht unbedingt und dass man da halt diese 40 € als Gutschein mit dabei hat, ist glaube ich eher so ein Add-on, würde ich jetzt nicht unbedingt zum Boxenwert hinzurechnen, weil man muss ja dafür auch fast 40 € auf der Homepage ausgeben, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Unboxing von der Goodiebox. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, wie euch die Box so gefallen hat, ob sie euch diesen Monat angesprochen hat. Und wenn dir mal ein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!